Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Ohne griechische Hilfe kein russisches Öl für den Weltmarkt. Ein Artikel von Claudio Kummerfeld. Europa sanktioniert Russland und bezieht zunehmend weniger Öl aus Russland. Aber man schafft es, viel Öl an andere Abnehmer zu verkaufen, vor allem in Asien. Aber große Pipeline-Systeme wie nach Europa existieren Richtung Asien noch nicht. Also ist man zwingend auf ausreichend Kapazitäten für Öltanker angewiesen. Bei den umfassenden westlichen Sanktionen gegen Russland im Zuge des Angriffs auf die Ukraine erhielt Griechenland eine Ausnahmeregelung. Griechische Tankerflotten dürfen weiterhin russisches Öl auf den Weltmarkt verschiffen. Griechenland hat weltweit eine bedeutende Stellung am Tankermarkt. Und für Russland ist diese Flotte essentiell wichtig. Die folgende Grafik zeigt das Frachtvolumen von Öltankern, die Russland verlassen, nach Standort des wirtschaftlichen Eigentümers. Die blauen Balken zeigen die griechischen Eigentümer, in Rot sieht man die russischen. Man sieht, ohne Griechenland ginge gar nichts. Robin Brooks vom Institute of International Finance, IIF, sagt zu dieser Grafik, Russland hat nicht viele Öltanker und nur geringe Lagerkapazitäten für Rohöl. Ohne die Hilfe westlicher Öltanker würde Russland also buchstäblich in seinem eigenen Öl ertrinken. Aber leider hat Russland die Hilfe westlicher Öltanker, insbesondere griechischer Öltanker. Auch sagt Robin Brooks, dass Europa in eine tiefe Rezession gerate, weil Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Währenddessen würden griechische Öltanker in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Öl aus Russland transportieren. Sie würden damit Russland helfen, die tiefe Rezession zu vermeiden, die es verdiene. Die EU könne dies mit einem Federstrich stoppen, so die Worte von Robin Brooks. Zahlreiche Kommentare gab es zu dieser Grafik des IIF auf Twitter, hier auszugsweise drei davon. Eine Schande, griechische Reeder machen sich dank der Sanktionen die Taschen noch voller, weil sie über eine dominante Kapazität auf dem weltweiten Öltransportmarkt verfügen. Es ist eine Sache, jemand anderen für sich kämpfen zu lassen, aber den Gegner weiter zu finanzieren, um die Lobbyisten der Reederei glücklich und zufrieden zu halten, ist wirklich beschämend. Die Türkei und Griechenland scheinen beide zu versuchen, aus dieser Krise Profit zu schlagen. Es ist nicht gut, wenn man versucht, mehr Geschäfte mit Russland zu machen, während es einen Völkermord an der Ukraine verübt. Die Geschichte wird sich daran erinnern, auf welcher Seite die Länder standen. Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de.